7 Leute sind unzufrieden. Ich gehe auch davon aus, dass wenn wir die anspielen, unzufrieden sind. So, Marktpreis ist 3,01 €. Machen wir 3 €. Dann passt das. Ich ändere die Preise jetzt nicht mehr. Kann ja mal gucken, was das so die App so sagt. Zubehör, Kartenhüllen sind hochgegangen und Spray ist hochgegangen. Was ist sonst so hochgegangen aktuell? Typische Kartenbox, ansonsten nichts Zubehör. Würfel sind auch nicht hochgegangen. Oh, genau, so will ich das sehen. Kauft Karten ohne Ende. Wir brauchen nämlich 500 €. Dass wir einen Sprayer kaufen können hier, dass das nicht mehr so stinkt. 2 Dollar dafür ist fair. Ja, sag ich doch. Und jetzt überlegst, was du für Marktwerk da teilweise drin hast. Reicht immer noch nicht. Ich habe noch einen Würfel da drin. Was kann auch sein, dass umso weiter du kommst, auch mehr Kunden bekommst. Ich habe mich nämlich jetzt gar keine Quest mehr großartig. Ach, 64 bekommt er. Na komm, ich brauche noch 8 €, dann habe ich es geschafft. Wundervoll. Könnte ich ja im Endeffekt noch einen Raumsprayer mitbestellen. Toll, ich brauche 74, weil 5 € Versandgebühr. Der sollte dann gleich automatisch sprühen.
Das nächste wäre jetzt eigentlich mal Ladenerweiterung. Dass wir so ein bisschen umbauen können. Aber auch niemand den diesen doofen Würfel kaufen, ne? Ist die Frage, wollen wir eine zweite Kasse brauchen? Aktuell sehe ich das jetzt nicht so, dass wir da eine brauchen. Oh, da kocht aber jemand ordentlich. So, was haben wir denn sonst noch? Was kriegen wir denn in die anderen? Für die große brauche ich $200. Da habe ich das Geld noch nicht für. Seltene Kartenpaket-Lizenz. Das ist auch noch zu teuer. Zubehör. Brauche ich Level 10. Eine Figur brauche ich 500. Ist die Frage, was die kostet. Und wo packe ich die hin? Ja, wir müssen irgendwie mehr verkaufen, ist das Problem. Verkaufen zu wenig. Das ist wahrscheinlich das Lager hier, der nebenan für 5000. Es kommt aber kein Stinker gerade, ne? Interessanterweise. Also 300 kostet mich die Erweiterung. Ich brauche sogar Level 15. Need more money. Hat dann einfach 2 Cent wert. Aber noch irgendwas drin, was gut ist. Nein, ich glaube, das waren alle schon, die gut sind. Direkt zu packen. Ich habe einen Stinker im Laden.
kannst du, glaube ich, mal umstellen hier. So. Das heißt, jetzt wird man hier geblitzdingst. Ah. Ach, wir müssen einmal ausbauen gleich. Ging in diesen Laden. Ich konnte nicht atmen. Ja, aber warum? Ich habe doch das Ding hier gebaut. Ist die Frage, wie groß die Raumerweiterung ist. Kommen wir alle abends rein. Und normalerweise müsste er doch sprühen. Wenn jetzt er gleich vorbeigeht, dann müsste er eigentlich sprühen. Ah, jetzt hat er gesprüht. Ja, er hat gesprüht. Ja, genau. Das ist quasi wie sowas wie so eine VR-Dub im Endeffekt. Ja. So, wenn er jetzt dahergeht, also die Leute dahergehen, werden sie besprüht. Genau das wollte ich ja halt, dass sie gar nicht erst so weiter durchkommen. Die müssen jetzt jedes Mal da durchgehen. Das ist quasi wie so ein. Wenn du was klaust im Endeffekt, ne? Du musst halt immer erstmal durch diese Sprühdose. Also im Endeffekt müsste ich hier eine hinstellen. Und hier vorne eine. Das heißt, wenn die hier reinkommt, dass die direkt immer hier durch müssen. Jetzt kann ich gleich einmal den Raum erweitern. Dein Ernst, das ist alles für 300 Orken? Boah, ist das wenig. Das ist echt wenig. 300 Augen. Hier noch dazwischen gestellt? Nee. So, dann kommt der jetzt dahin. Muss ich den jetzt noch nachbestellen? Von den Karten habe ich noch 3. Von dem noch ein Pack. Dann reicht das schon wieder, weil ich wieder fast pleite bin. Oh, eine neue. Ich soll mir nur die verkaufen, die wirklich gut sind.
So, jetzt räumen wir hier erstmal auf und dann machen wir gleich den nächsten Tag rein. Was, die könnten wir hier oben mit reinpacken. Das sind ja alles Karten. Die packen wir da mit rein. So, den packe ich dann hier vorne hin. Die nehme ich einmal raus. So, Enters. Die Leute unzufrieden. Wahrscheinlich wegen dem Gestank vorhin. Aber wir haben jetzt den Anti-Stinker, haben wir ja. Was ist denn für eine Karte? Also Blega kriegst du es ja schon fast nicht. Wir bezahlen jetzt, boah, schon 70? Schon einiges bezahlen wir jetzt am Tag. Umrechnung. Kriegt 8,20 Euro zurück. Mal gucken, dass ich genug Ware immer da habe. Oder wir müssten die eigentlich mehr kaufen, dann haben wir das Problem nicht. Er kauft jede Menge Deo. Schon wieder so günstig mit den Preisen. Jetzt habe ich die Preise um 20% erhöht. Mal gucken, ob die dann immer noch kaufen. Wahrscheinlich nicht. Ich habe die dumme Befürchtung nämlich auch. So, nächster. Instant für eine Karte, hier hast du 20 wieder. Mal gucken, was sie jetzt sagen wegen den Preisen. Guter Preis für die Produkte hier. Der Ausbau hat sich aber überhaupt nicht gelohnt. Können wir jetzt als nächstes machen. Genau, die Figur wollten wir holen. Ich würde aber ganz gerne erstmal so ein kleines... Ja, obwohl Lagerregal brauche ich jetzt noch nicht. Und so ein kleines Regal bräuchte ich schon noch, ne? Ja, so ein kleines Regal bräuchte ich noch. Oh, die Tabletop könnten wir mal gucken. Was kostet die mich denn? 200 die Lizenz. Jetzt gekauft. 38 kostet an so ein Dingen. Kaufen wir zwei von. Brauche ich nur noch ein Regal.
Also Platz im Regal. Oh, das dürfte ja kein Problem sein. Packe ich gleich das Deo um. Die könnte man eigentlich auch umpacken. Machen wir das anders. So, verkaufen wir die für 40. Ob die einer kauft. Oder brauchst du schon ein größeres Regal im Endeffekt? Da müssen wir auch mal gucken. Wir brauchen neue Würfel, sehe ich gerade. Brauchen wir nämlich auch noch. Hinter meinem fast 400 Euro. Aber es ist doch kein Stinker hier gewesen aktuell. Die Karten müssen doch immer mehr Wert bekommen als das, was die jetzt haben. Nein, geht aber nicht weg. Kannst du noch nicht zu wenig Wechselgeld rausgeben, das geht auch nicht. Also Höhlen kauft heute irgendwie auch keiner. Reinigungssprays sind irgendwie wohl zu teuer. Oh, da kauft jemand das Neue, die Box. Das war mit 80 Euro plus. Immer die Frage, ob sich das rechnet, ne, das Ganze dann zu verkaufen. Was habe ich denn hier überhaupt hier drin? Die Hüllen. Eine Kartenbox ist. Ich bin schon bei 400. Nur um die Sachen einzukaufen.
445 brauche ich. Eine Kartenbox habe ich noch. Bühnen scheint auch nicht interessant zu sein heute. Also man müsste da wesentlich mehr verkaufen, also wesentlich schneller ans Geld kommen irgendwie. Die Karten packe ich erstmal keine mehr rein, bis wir da vernünftige haben. Das lohnt sich ja sonst nicht. Alter, der gönnt sich aber reichlich. Oder sie in dem Fall. Ja, nächste Kartenspiel verkauft. Ja, nee, wollte ich doch gar nicht. Aber er gönnt sich aber auch rechtlich hier. Oh, Kartenhüllen werden verkauft, sehr schön. Müsste ich gleich auch neue bekommen. Ach, guck mal, da ist der ein. Ist, ach, guck mal, da ist er angestinkert worden. Angeduftelt worden hier. Müsste es zwei, ich muss zwei Stück bauen direkt am Eingang. Auch noch einen. Muss zwei davon haben. Vielleicht noch einen kaufen. Ich bin schon bei 462. Also ich will ja nicht unbedingt 5 Sterne, aber ich denke, umso mehr Sterne wir haben, umso besser ist das auch für unser Geschäft im Endeffekt. Ja, ich glaube auch. Wir müssten den anderen nämlich direkt hier hinstellen. Also das muss ich umstellen. So, dann müsste ich den nämlich hier hinstellen. Den anderen direkt daneben. Das heißt, die Flasche müsste da raus. Dann werden die eigentlich von beiden Seiten besprüht. Und wir kriegen, wenn wir Glück haben, gleich die 500 noch voll. Ach Kind, warum kaufst du so wenig? Ihr gönnt das einfach nicht mit den 500. Viele Leute unzufrieden, aber die Frage ist halt immer, warum?
Die ganz guten Karten geben wir nämlich nicht ab. So vom Aussehen und so. Wieder einer, der hier rumstinkt. Ja, wir brauchen unbedingt die 500. Ja, echt, der hätte doch mal duschen gehen können. Du vergaust für die Kunden. Ah, jetzt ist er nochmal angesprüht, Bühnen. Also ich brauche wirklich zwei. Reicht nicht, wenn da nur einer steht. Ich muss zwei Stück haben. 49,90 kriegst du wieder. Boah, Alter, wer kommt auf so eine Schnapszahl? Sehr schön. Habe ich noch genug Reinigungsspray? Ja, ich habe noch zwei. Ich muss auch gleich noch Rechnung zahlen, ist das Problem. Das müsste ich die Kasse nur so stellen, dass die auch da durchlaufen müssen. Oder kann ich die drehen? Doch, kann ich. Das sehen wir jetzt gleich, wie die laufen. So, erstmal gucken in der Rechnung. 140? Ja, ich habe gestern nicht bezahlt. Oh, ich habe von den großen Dingern keine mehr, sehe ich gerade, die sind leer. Ja, da kommt es einfach nicht hin mit dem Budget, ne? Gut, ich habe jetzt auch den Realm Sprayer gekauft. Doch, das klappt. Die müssen da durchlaufen. Keine Stinker mehr. Ja, machen wir auch. Er stinkt ein bisschen. 4 Sterne. Na gut, das ist wegen dem Typen gerade, der hier rumläuft und stinkt. Die werden ja von beiden Seiten, von zwei Seiten besprüht in dem Fall. Ja, sorry, ich habe noch keine neuen Karten reingemacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Müsste mal, glaube ich, so langsam neue Pakete freigeschaltet haben. Aber das Problem ist, ich habe kein Geld. Jawohl, wir sind erst Level 9.
Ja, muss ich zurücknehmen. Will ja eigentlich schon im Dings behalten, also von dir in einer Karte. Die so viel jetzt mal wieder bekommen, na, das ist so nervig. So, lass mich mal schauen hier. Überhör. Die kriegen wir mit Level 10. Figuren sind wir noch weit weg. Ich wollte gucken wegen den anderen Sachen. Wir hatten doch jetzt. Was ist denn jetzt hier? Die brauchen wir. Ne, das war der falsche Shop. Der brauche ich, muss ich gucken. Die brauche ich. Die könnte ich auch holen. 300. Ja, das ist mir zu teuer. Sind davon brauche ich erstmal ein neues Regal. Schwer ein Stinker hier. Genau, Reinigungsspray brauchen wir übrigens auch noch. Kostet mich auch 300, kriege ich aber zwei Stück auf einmal von diesem Reinigungsspray. Reinigungsspray. Heißt so. Ich glaube auch. Ich auch. Das stimmt. Ich habe eher sogar mehr als wir. Ja, das ist absichtlich, dass das jeden Tag vor. Ach nee, verdammt, jetzt habe ich den neuen ja noch nicht. Genau, und dann fällt hier was ab. Ach, komm, das habe ich ja noch gar nicht. Das könnte ich ja auch kaufen. Deswegen immer schön umstellen. Und ich muss gleich erstmal meine Sachen zahlen, ja, meine Miete. Auch doch. Mal gucken, ob wir neue Kartenpacks bekommen. Level 12 erst. Muss ich gleich nochmal umstellen, das passt mir noch nicht so. Was siehst du, er hat versucht, hier dran vorbeizugehen und hier durch und das Ding hat auch gesprüht. Hier wird nicht gestunken, Junge. Der Tag ist auch noch gar nicht vorbei. Ja. Die sind ziemlich lang. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit dem Umbau hier. Ja, das finde ich doof. Also das Regal würde ich auch da wegnehmen. Da können wir die anderen Sachen hinpacken. Ja, es sind alle Rechnungen sind bezahlt. So.
Oh, Kartenpack brauche ich noch. Moment, 140 Euro weg. Aber die Boxen, die würde ich eigentlich auch eher in größere Sachen reinpacken als in so kleinen. Aber langfristig gesehen ist es gut zu gucken, wo passt was am besten rein. Und bei den kriege ich 32 rein. Wie viel kriege ich bei dir rein? Also eigentlich müsste ich die kleinen Regale kaufen. Für die Karten. Oh ne, warte, ich pack die mal hier rein. Wie viel von den Kisten kriege ich denn da rein? Immer 4 Stück? Ich auch nur 2 rein. Also für die ist das Problem, die passen da nicht. Da passen auch immer nur 2 rein. Da müsste man mal gucken, wie man das am besten macht in dem Fall. Das Regal, da würde ich eher so Kisten reinstellen. Vielleicht ist es auch besser, wenn du so was anderes reinpackst. Oh, der ist auch neu. Ein paar neue sind dabei. Aber ich will halt immer nur die doppelten rauspacken. Damit wir da auch was haben zum Verkaufen an Karten. Was ist nachher? Dann machen wir es morgen. Ja, ich weiß. Da kriege ich 48 Stück rein. Oh, der ist neu. Da sind nur noch ein paar dabei, die wir noch nicht hatten. Na, gucken wir mal. Wir haben jetzt 10 Leute, die unzufrieden sind. Wahrscheinlich, weil die angesprüht werden, ja. Das denke ich auch. So, das heißt, im Endeffekt müsste man dann gucken, was haben wir denn noch? Das ist der automatische Duft. Automatischer Duft G500. Oder der hier, 1000, dass der automatisch dann sprüht. Vielleicht musst du die anderen gar nicht auffüllen. Das werden wir aber dann sehen in der nächsten Folge.